Mit einer großen Show setzt Porsche seinen ersten vollelektrischen Sportwagen, den Taycan, bei der IAA in Frankfurt in Szene. Damit starten die Zuffenhausener in eine neue Ära. Neben emotionalen Benzinern und kraftvollen Hybridantrieben kommen jetzt die vollelektrischen Fahrzeuge als dritte Säule bei den Antriebskonzepten hinzu. Die viertürige Sportlimousine zählt zu den leistungsstärksten Serienmodellen, die Porsche derzeit im Angebot hat. Wir positionieren das Fahrzeug als sehr sportliches Fahrzeug vom Segment etwas unterhalb des Panameras. Und das Wichtige für uns ist, mit dem Start in die elektrische Ära ein Fahrzeug auf die Beine zu stellen, was 100% Porsche ist. Als wir das Projekt begonnen hatten, war es unser Ziel, uns nicht an irgendwelchen Benchmark-Fahrzeugen zu bemessen, sondern uns auf uns selbst zu konzentrieren. Wir haben dort den Elva als Messlatte genommen und haben gesagt, wenn dieses Fahrzeug fertig ist, dann soll es so fahren wie der 911er. Und ich kann sagen, ich habe das Fahrzeug schon viele, viele Male getestet. Auf der Rennstrecke fährt es sich genauso wie ein 911er. In der Top-Version kommt der Taycan als Turbo S mit bis zu 560 kW Overboost-Leistung daher und beschleunigt so in nur 2,8 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Erst bei 280 km/h ist Schluss. Die Reichweite des Taycan Turbo S soll rund 400 Kilometer betragen. Er ist das erste Serienfahrzeug, das mit einer Systemspannung von 800 Volt antritt, anstatt der bei Elektroautos üblichen 400 Volt. In gut 5 Minuten ist somit Gleichstrom im Schnellladenetz Energie für bis zu 100 Kilometer Reichweite nachgeladen. Und in die Zukunft geblickt? Ja, wir werden die Elektromobilität weiterentwickeln, genauso wie wir die anderen beiden Säulen der Antriebe weiterentwickeln werden. Wir haben im letzten Jahr in Genf eine Studie auf Basis des Taycan vorgestellt, den Cross Turismo. Das ist für uns ein interessantes Fahrzeug. Und wir haben bereits entschieden, dass wir zukünftig auch den Macan elektrisieren werden. Und haben dann längerfristig das Ziel, dass wir in jedem Porsche-Segment drei Antriebsalternativen anbieten: Benziner, Hybridantriebe und vollelektrische Fahrzeuge.